Hallo, da sind wir wieder. Pippa und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning, und beobachten gerade die Bürgerverhältnisse, die inzwischen eintreffen. Das ist eigentlich ja noch nachts, oder? So, und der hier hat 6.31 Uhr, naja, halb sieben. Das ja, sieht alles relativ früh an hier. Bewahrt den Frieden, Fremder. Ich weiß, ihr wurdet im Sandsteingut willkommen geheißen, aber wir können keine Probleme von außerhalb brauchen. Wir sagten, dass ich ein Problem von außerhalb bringe. Adessa ist eine begehrte Beute. Wir haben einen trostlosen Flecken Wüste in eine Oase des Wissens verwandelt. Und deshalb müssen wir Prätorianer sie beschützen. Ich bin der Anführer der prätorianischen Wache auf den Inseln. Aha. Meine Männer und ich sorgen dafür, dass die Institutionen, die wir hier errichtet haben, durch nichts gefährdet werden. Gut. Wir sind das Rückgrat der gnomischen Gesellschaft. Die Scholaren sind der Verstand und die Templer der Wille. Wir jedoch, wir sind das ausführende Element. Ah ja. Aha. Gut. Die Exekutive. Genau, gut, die sogenannte Exekutive, so ist es. Gut, gut. So, und das hier da ist bist wohl... du? Ja, das ist doch Bürger. So ein Bürger. Grüße. So, und hier müssen wir die Skalpelle abliefern. Aber... ich guck mal, wir waren ja schon mal. Muss nach links. Hier müssen wir mit Scholari. Ach, hier müssen wir auch noch machen mit der Sprechen. Und dann da müssen und wir. Und hier müssen wir das Paket ab. Gehen wir jetzt erstmal dahin und liefern das Paket ab, oder? Oh, das sieht mir etwas verzwickt und vertackt aus. Naja, okay, das ist dann der zweite Gang nach links. Was haben wir hier? Scholan. Da hinten. Gibt es jemand? Und hier auch. Okay, also hier vorne nach links. Naja. Seid gesegnet. Er gibt sich sowieso von alleine. Ja. Na, sieh mal einer an. Ja. So. Hallo, Bian. Ich habe so lange auf Sie gewartet. Manche Dinge kann man einfach nicht mit gewöhnlichen Klingen tun. Wundervolle, erlesene Dinge. Die Stadt ist absolut unvergleichlich. Und dabei ist sie erst halb fertiggestellt. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welchen Beitrag wir für dieses Land leisten werden. Sowohl in gelehrter als auch politischer Hinsicht. Dort können die klügsten Köpfe der Gnome, die Scholaren, die grundlegenden Regeln und Gesetze der Existenz festlegen. Sie ist der Ort, von dem unsere Macht stammt. Angefangen habe ich mit Sektionen in den Laboratorien. Aufgrund meiner Kenntnisse auf den Gebieten des anatomischen Gleichgewichts und der Physiologie wurde ich jedoch gebeten, mich der Basilika anzuschließen. Meine Kollegen stehen immer an der Spitze der Forschung. Ich muss mein Bestes geben, um mit ihnen mithalten zu können. Na gut, viel Glück. Also gut. Das Werkzeug hast du ja jetzt. Ja. Auch. Nein. Die ist wirklich. Mann, hier kann man sich ja gar nicht. Die hat sogar einen Namen. Bewegen. Sucht ihr die Inseln in geschäftlicher Absicht auf? Nennt mir bitte den Grund eures Hierseins. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ursprünglich hatten die Scholaren diesen Krater entdeckt, randvoll mit außergewöhnlichem Potenzial. Während sie das Gebiet untersuchten, kamen immer mehr Ausrüstung und Leute hierher, bis eine Stadt geboren war. Aha. Sie ist das Ergebnis von Jahrhunderten des Lernens. Hier fassen wir die Erfahrungen unseres Volkes zu Grundsätzen zusammen und schaffen somit ein Wissen, nach dem kommende Generationen leben können. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich im Studium der magischen Begabung im Zusammenhang mit der Volkszugehörigkeit. Aber aus irgendeinem Grund fungiere ich nun in Fragen der Feien und Alpha als Verbindungsglied zwischen Basilika und Domus. Na gut, leb wohl. Ich verstehe. Gut, wir verstehen zwar nicht, aber wir verstehen trotzdem, oder? Ja, hier ist alles sehr leicht, aber... Na, sieh mal einer an. Niedlich. Na, sieh da mal gucken einer. Zu viele ja. Leute zu. Seid gesegnet. Nö, ach. So. Im Allgemeinen lohnt es sich nicht zu klauen, es sei denn, man sucht etwas ganz Bestimmtes.
Aber was haben wir mit Scholarin? Da war irgendwas, haben wir einen Auftrag. Dann gehen wir mal rüber. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das war. Aber wir können hingehen. Ist ja ein Auftrag auch. Also was benötigt ihr? Wir benötigen im Augenblick... Wie heißt du? Heißt du? Nein, der heißt nur Burger. Gut. Also wir benötigen schon was, aber kriegen wir nicht hier. Aha. Hä? Was denn? Ich suche sie. Die kann auch unten sein irgendwo. Schula? Möchtet ihr euch unterhalten? Ja, wir wollen uns unterhalten, aber nur mit einer bestimmten Person. Und die suchen wir. Die müsste dann oben sein, ne? Könnte sein. Ich würde sagen, die ist oben. Also ich meine, ich sag auch, sie ist oben, aber wo sie oben ist, nicht hier. Nee. Da müsst ihr ja auf der anderen Seite hochgehen, wenn es hier nicht hochgeht. Hallo, da ist sie ja. Halt. Nun ja, als ich Audern mit der Suche nach Testpersonen beauftragt hatte, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemanden von eurer Körpergröße finden würde. Aber er hat es gut gemacht. Ich würde sogar sagen, ihr seid perfekt geeignet, um meine neueste Arbeit zu testen. Na gut, eine Sprachprüfung. Erstmal, wer bist du überhaupt? Ich habe mich auf das Studium der Sprachen und Reden spezialisiert. Natürlich erkennt die Basilika die vielfältigen politischen Anwendungsmöglichkeiten meiner Forschungen und unterstützt mich mit den entsprechenden Mitteln. Schön für dich. Nicht alle Scholaren widmen sich der Wissenschaft. Einige von ihnen, wie Ayla Li Ayrancourt, müssen zwischen ihren Projekten auch bürokratische Pflichten übernehmen. Und das ist nicht immer ideal. Die hat man ja gerade kennengelernt. Schöner Name, Ayla Li. Die Basilika finanziert derzeit mehr auswärtige Experimente als je zuvor. Aber warum sollten sie so viel Arbeit auslagern? Das macht es deutlich schwieriger, den Überblick zu behalten. Na gut. In so vielen Worten ausgedrückt, ja. Ich entwickle einen Trank, der für die Diplomatie der Zukunft unverzichtbar sein wird. Ein Trank, der es dem Anwender erlaubt, fremde Sprachen zu verstehen. Er erfordert allerdings noch einige Anpassungen. Derzeit gewährt der Trank zwar ein allumfassendes Verständnis, ermöglicht jedoch kein verständliches Sprechen. Ich werde euch eine neue Formel verabreichen. Die Zauber in meinem Labor sollten dann die Auswirkungen eingrenzen, sodass ich euch einige Fragen in verschiedenen Sprachen stellen kann. Na gut. Ja, ich verabreiche euch jetzt einfach den Trank und schon können wir beginnen. Ja? Ja, und? Wenn ihr versteht, was ich sage, dann nennt mir bitte meinen Namen. Bitte was? Wie, was, wer, wo? Irgendwas. Ihr Namen, ich sehe Ihren Namen hier. Ich würde ihr aufgeben. Nirgendwo. Du weißt es nicht, also sag aufgeben. Ich meine... Dann verabreiche ich euch jetzt das Gegenmittel. Wie frustrierend. Wisst ihr, ich brauche diese Ergebnisse wirklich dringend. Sie sind unerlässlich, um eine vernünftige sprachliche Grundlage zu schaffen. Mag ja sein, aber solltest du auch so machen, dass man das wirklich benutzen kann. Och, und dann, was da hätte ich wohl was sagen müssen. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr euch entschieden, die Experimente fortzusetzen? Man kann es noch machen. Ja, na gut. Okay, mach weiter. Ausgezeichnet. Ach, du musst ja irgendwas sagen, euch den Trank zu verabreichen. Ja, dann offensichtlich. Ja, wenn ihr meine Worte versteht, dann sagt bitte meinen Namen. Dann sag es eben einfach ohne Fragezeichen, weil ihr Name braucht doch kein Fragezeichen, oder? Ach, egal. Sag irgendwas, der Wurscht. Nö, ich... Hä? Also gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Sag mir, wo kann ich den Hof des Sommers finden? Riss in Helmen? Was an der Seite steht? Doch egal. Nimm oben. Na schön.
Kommen wir also zu meiner letzten Frage. Es gibt eine Armee aus Feien, die Tuata genannt werden. Sagt mir, woher stammen sie? Keine Ahnung, wie Winter heißt. Ah, Frio. Frio könnte kalt sein, oder? Ja, Frio könnte, ja. Ich dachte an Winter und das einzige W ist hier drin, aber Frio scheint besser. Hä? Dann kannst du das andere, ja, dann nimm das obere. Es wird wiederholt, oder? Hä? Lass die uns erst raus, wenn wir es alle. Jetzt haben wir nur mehr eins. Nun, das war weniger erfolgreich, als ich erhofft hatte. Aber die Daten werden mir dennoch nützlich sein. Ich freue mich, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Nehmt diese Tränke als Belohnung, verbunden mit meinem Dank. Oh ja, 3000, große Schadensverstärkung, ja. Na gut. Naja, einfache Schadensabwehr. Aber zwei meisterhafte Heiltränke, ja. Na gut. Egal, was du antwortest, du hättest auf jeden Fall nie verstanden. Ich glaube auch. Also irgendwie war das völlig... Ist ja auch völlig unverständlich, für mich jedenfalls. Gut, dann können wir wieder unseren eigentlichen Quest anmachen. Und was? Auch was? Ja, mit Phasma treffen. Und gucken, wo müssen wir... Na, erst müssen wir raus. Ich bin doch raus. Ja. Okay, dann müssen wir irgendwie hier lang. Aber eure neueste Abhandlung besagt ziemlich deutlich, dass die Beweise das Gegenteil belegen. Also ich... Das alles ist äußerst kompliziert, wie ihr euch bestimmt denken könnt. Ja, also was ist denn nun richtig? Eure Abhandlung oder die Meinung der Fachtagung? Ich dachte, ihr müsstet es doch eigentlich am besten wissen. Entschuldigt, könntet ihr das bitte wiederholen? Was ja. Ich darüber hinaus gut. Noch verwirrend fand, macht war, es kurz. Dass ich vollkommen wieder... süß. Tja. Was? Ja. Aha. So. Ein Prätorianer, du geh einfach rein. Ja. Das Librarium. Na ja, gut. Gehen wir ins Librarium. Da ist ein Ausrufezeichen. Ja. Können wir erstmal hingehen. Hier kann man nicht runterspringen, muss nee. Ich außen rum. Ja. Das ist nur ein normaler Schuh. Das Ausrufezeichen ist links. Ja. Ich sehe hier zwar nichts, aber... Naja. Hä? Das könnte ja auch ein Stuhl, ein Tisch, seid gegrüßt. Ein Buch sein, zum Beispiel. Erste Pläne. Ja. Ein Schatz versteckt. Buch nehmen. Ja. Das heißt eigentlich... Ah ja, Schnitzel, ja, gut, gerne. Das war das Ausrufezeichen. Nun ja, es soll mir recht sein. Welch eine Freude. Mhm. Immer schön, da zu sein, wo so viele Bücher, Bücher gibt's sind. Bücher gibt es hier ja reichlich. Wer ja. Bist du? Ein Bürger. Ah, die sind also so bildungshungrig, ja? Warum? Vielleicht sind sie auch einfach nur daran interessiert, schöne, spannende Bücher zu lesen. Oh, kann auch sein. Ah, da ist er ja. Hallo, Fasma. Hallo, Fasma. Da sind Thiels Bücher irgendwo. Hm? Schön, dass ihr euch entschieden habt, hier aufzutauchen. Ich kann nicht behaupten, dass es mich nicht nervös gemacht hätte, wie mich all diese schlammhirnigen Gnome anstarren. Na, aber beeilen wir uns. Bevor ihr in die Schatzkammer geht, muss ich euch noch kurz erklären, worauf es ankommt. Also langsam. Dieser eierfressende, fuselsaufende, triefäugige, rutenschwingende Verräter. Dieser Schwachkopf von einem Jammerlappen wollte mich in den Tod schicken, was? Der kann was erleben, das schwöre ich euch. Der ist nicht gut, auf Irion zu sprechen, ne? Ist nicht der Einzige. Seine Frau mag ihn auch ja. Nicht mehr. Es heißt, dieser Ort sei das strahlende Zentrum des Wissens, aber... Unter diesen Böden lauert eine Kälte, als wäre dort irgendetwas verborgen. Ja, das klingt aber nicht gut. Nee. Es ist schon eine Weile her, seit sich unsere Wege zuletzt gekreuzt haben, was? Naja,
nachdem ich von diesem Fluch befreit war, habe ich mich Grimms Mannschaft angeschlossen. Und ich habe mich nach dem, was in Riten passiert ist, nicht verkrochen. Ich bin jetzt stärker und schneller. Ein besserer Dieb, als ich es unter dem Hierophanten je hätte werden können. Gut für dich. Ja. Ein Haufen entrückter Gefolgsleute. Sie sehen nicht, was vor sich geht, weil sie zu beschäftigt damit sind, dem Hierophanten die verdreckten Stiefel zu küssen. Aber denen werde ich's zeigen. Na gut. Grimm hat herausgefunden, dass die Gnome die Sendschreiben mit einem Zauber belegt haben, durch den sie immer wissen, wo sie sind. Krillgarin hat für dieses Problem eine Lösung gefunden. Das Tuch der Verdunklung. Bedeckt die Sendschreiben mit diesem Tuch und die Gnome werden vergessen, dass sie überhaupt existieren. Also, seid ihr bereit? Diese Reise geht leider nur in eine Richtung. Sobald ihr drin seid, müsst ihr euch selbst einen Weg nach draußen suchen. Ach, wie schön. Irgendein altes Buch. Und fragt mich nicht, was drin steht. Was Grimm und mich interessiert, ist der Wert, den diese verfluchten Burschen den Sendschreiben beimessen. Ja. Tja. Was ist das Tuch der Genau. Ich weiß nicht, ob Krillgarin das verdammte Ding selbst angefertigt oder es gestohlen hat. Aber sie sagte, es sei einzigartig. Sobald ihr einen Gegenstand mit diesem Tuch bedeckt, vergisst die Welt, dass er je existiert hat. Klingt ziemlich nutzlos, hm? Im richtigen Moment ist es jedoch ein verdammt raffinierter Schwindel. Wollen wir hoffen, dass es auch so funktioniert. Ja. Gut. Der Weg hinein führt durch diesen Rost. Ihr müsst unbedingt die Orientierung behalten. Das da unten ist ein wahres Labyrinth. Ups. Und seid vorsichtig. Sie mögen ja Winzlinge sein. Aber wenn sie von euch Wind kriegen, können diese Gnome ausgesprochen unangenehm werden. Ja, das haben wir also schon dann, festgestellt. Ihr solltet jetzt lieber gehen. Und beeilt euch. Ich werde sie ablenken. Bringen wir es hinter uns. Uiuiuiui. Oh, da guckt ja schon einer. Mach das kurz. Wohin musst du denn jetzt? Ach, da hinten. Nö. Wo ist denn das? Was glotzt Ach, dir denn hier so? Hier ist das da Gitter. Ist es ich hab das Gitter Fängt gesucht. Fängt schon mal gut an. Uiuiuiui. Ja, jetzt bist du nochmal hier drin. Das wird jetzt bestimmt lustig. Das sind alles Feinde. Was sind das eigentlich für Feinde? Ich muss mal auf Sind die Feinde Ratten oder sind grüne die Feinde... Neune, ich muss hier runter. Ja, und es ist ein Labyrinth. Das sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Probieren wir es mal. Also, hier rum scheint das ja sowieso nicht zu gehen. Ach du Schande, da muss ich ja hier oben rum. Wächter sind das. Ach, wie schön. Das sind alles Wächter. Ja, Oh, tut mir ja leid, und auch Ratten. Hier gibt's wenigstens Ratten, das ist mir lieber. Na gut. Na. Du kannst auch gar nicht mehr richtig schleichen. Oder? Nö, ich tu nur so. Vielleicht hilft's. Ja, ich muss hinter dem her. Das Blöde ist, wenn man nicht genau weiß, wo man eigentlich hin muss. Kommst du hier rein? Ich glaube, hier wirst du dich wohl ganz schön lange aufhalten. Hä? Hast du dir das auch gut überlegt? Mann! Ich nehme gleich ein Prismär. Das war jetzt eine Drohung. Habe ich ja doch. Diese Drohung wurde verstanden. Gespart. Oh je. Oh, das kann nicht gut gehen. Das war jetzt mehr Glück wie Verstand. Noch. Bist du nicht aus dem Schneider? Wenn der zurückkommt, habe ich ein Problem. Ja, das sind die Kämpfe. Ja, aber einer guckt hierher und einer geht da hinten rum. Oh, die beiden scheinen da hinten rum zu laufen. Der dreht sich gleich wieder Guck weg, ich will dir nichts tun.
steht einer direkt vor der Tür. Oh Mann, und so viele. Muss er denn da wirklich hin? Ne? Naja, sieht so aus. Naja, wenn meine Annahme stimmt, dass hier, da ist tatsächlich Sackgasse, wie vermutet, hier rum. Und da muss ich hier hoch und da wieder runter. Ja. Da werden die Riesenratten ja gerade von Erleichterung sein. Aber da ist ein Wächter mit den Riesenratten. Eieiei. Naja, im Moment guckt er ja in die andere Richtung, aber das kann sich schlagartig ändern, wenn der hier hin und her läuft. Stimmt. Tja. Nach rechts. Ach, ich bin noch gar nicht so weit. Hat dich gesehen. Tja, dann kann ich dir aber leider nicht helfen. Lauf weg. Das tut mir aber traurig, aber das ließ sich leider nicht vermeiden. Untersuchen, lesen. Ja. Alle verknüpft werden, um die Kiste zu öffnen. Aha. Tja, was auch immer. Im Augenblick klingt es irgendwie kryptisch. Mag ja sein, dass es mal irgendwann Sinn macht. Das klingt ziemlich kryptisch. Das macht es mal irgendwann Sinn. Im Augenblick macht es keinen. So. Jetzt darf ich, ja? Du darfst? Naja. So richtig dürfen darf ich zwar nicht, aber jetzt ist außer den Ratten ja keiner mehr da. Dabei sehe ich die Ratten aber nicht. Muss ich das verstehen? Da war doch eine Truhe eingezeichnet. Und da ist immer noch eine. Drumherum, nee, aber ist dieses Ding hier. Ich sehe sie nicht. Nee, ist es nicht. Das ist auch nix. Wer weiß, was die Truhe ist? Die Truhe ist ja nicht immer eine Truhe. Oder? Das kann ja auch dieser Ding hier sein, dieser Kelch. Dieser Topf? Nur nicht. Nö. Ist vielleicht dahinter. Das ist drüber oder drunter. Kann auch sein, ja. Das war ein bisschen blöd. Hier ist nichts. Okay. Aber ich sehe die Ratten hier auch nicht. Karte gucken. Die Ratten sind da auch drüber oder drunter. Keine Ahnung. Oder siehst du die Ratten? Ich sehe sie nicht. Mann, wie soll ich denn da hinkommen? Hier geht's nicht weiter. Nee, geradeaus. Also, aber hier scheint's weiterzugehen. Hier kommt man nur zurück. Nee, da sowieso nicht, aber... Ich muss hier hoch. Da musst du hoch, ja. Und da runter oder müsst irgendwie hier rumgehen. Ach so, ja. Vermute ich. Also, Richtung Südosten... Mal sehen, ob ich recht habe mit meiner Vermutung. Und hier gibt es ja Kisten ohne Ende, aber nichts drin. Nicht mal ein paar Münzen. Na gut, aber hier gibt es eine Truhe. Hexgewebe, Schuhe für den Herrn Magier oder die Frau Magierin.
aber nicht berauschend. Und was haben wir hier? Loyale Handschuhe. Na ja, kann man sich mal in Ruhe betrachten, ne? Mhm. Bin ich jetzt richtig? Nee, ich laufe wieder zurück. Ich muss hier oben rum. Ja, bist du nicht da oben reingekommen eigentlich? Da, wo die angeblichen Ratten, also wo die Ratten angeblich sind. Wahrscheinlich sind sie weiter da. Du bist doch da reingegangen, wo die Ratten... Nee, ich bin hier, glaube ich, hochgekommen. Aha. Da, wo ich jetzt reinguck. Kann alles sein. Ich habe mich nicht auf der Karte, habe ich nicht gesehen. Wenn ich es auf der Karte nicht sehe, dann, und ich habe dich nicht beobachtet. Also, nicht auf der Karte beobachtet. Aber hier ist eine Tür zu. Das ist ja immer ein ganz guter Hinweis, ja, dass man da noch nicht gewesen ist. So ist es. Und was kommt da vorne dann? Kommen da wieder Ratten oder... Na, Ratten haben wir bisher noch keine gehabt. Die Ratten waren ja nur eingezeichnet. Ja. Jetzt kommen sie vielleicht überhaupt erst. Ne? Ja, das... Genau. Ja, hier das, sind die Ratten, ja, die sind genau. Hier auf der Ebene. Das ist eine andere Ebene. Mhm. Da muss ich mir erstmal den Weg freischaufeln. Ja. Da hast du gleich Maßstab, dass du dich hier einsperrst. Aus Versehen kannst du dich erstmal von dem Fleisch der Ratten nähren. Einig, komm. Wieder ernähren. Wir nehmen ein bisschen Reiseproviant mit. Eine Achtung. Ich meine nicht, dass es unseren hageren kleinen Kerl irgendwie beeindruckt, weil er braucht sowieso nichts mehr zu essen, glaube ich. Ja, ich glaube, Heini ist da nicht so anspruchsvoll. So, ein einfacher Heiltrank. Na gut. Ja, jetzt wird es wieder schwierig. Also hier geht's, wie es aussieht, nicht weiter. Dann werden wir wohl hier rumgehen müssen. Ich guck noch mal. Nö, hier ist definitiv nichts. Dann müssen wir uns hier den Weg bahnen. Ja, er hat ja gesagt, das ist ein höllisches Labyrinth hier. Ja, da ist eine Tür. Ja. Und hier sind Bücher. Aha, hier ist eine Tür und hier geht eine Treppe hoch. Da ist ja gar keine Tür. Die Tür ist keine. Nee. Hier haben wir eine Tür. Mhm. Kannst du mal speichern zwischendurch immer mal? Ich weiß ja nicht. Ich speichere immer wieder mal zwischendurch. Mhm. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier was Rotes. Sind da Feinde? Und wenn, wir wissen ja nicht, auf welche Ebene die sind, aber Schlösser der verbotenen Halle. Aha. Zwei Schlösser der verbotenen Halle. Mhm. Brauchen wir die? Ja, gute Frage, nächste Frage, ja? Tja, werden wir sehen. Aber hier sieht es aus, als würden wir da runterkommen. Trotzdem sollten wir die Schlösser da verboten haben. Das ist auf jeden Fall, was ist denn das? Ein Gnom? Eine Person? Wahrscheinlich. Kannst alte vergessen. Alte Briefe. Das sind diese doch, die kann man ja nur nee. Zum Plunder packen. Und die Rechnung bestimmt auch nicht. Nee. Vergiss es. Ich hab's schon vergessen. Der schläft. Sollen wir die anquatschen oder nicht? Na, ich weiß nicht, du. Die sind rot. Die werden Feinde. Die sind rot, das ist nicht Ich glaube, wir gut, sollten die ja? lieber nicht anquatschen.
Tschüss, Heini. Das werden wir später immer noch sehen, obwohl wir anquatschen müssen. Vielleicht müssen wir, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, wir müssen die nicht töten, aber... Hier ist ein Ding. So ein Hebel oder irgendwas. Da ist ein Hebel, ja. Mhm. Sag mal, es sieht so aus, wie das sowas schon mal drin waren. Ja, aber hier sind mehrere Ebenen übereinander. Ich muss jetzt rechts runter. Gut. Mal sehen, ob es von hier aus rechts runter geht. Aber... Naja, wir machen sowieso Schluss. Aber hier ist auch noch eine Tür. Und das geht nach rechts, oder? Kann man hier mit was anfangen? Nein. Nee, kann man nicht. Aber es geht hier weiter. Ja, gut, wir machen aber jetzt Schluss, okay? In die richtige Richtung. Okay. Sehr schwer, aufschließen Tür. Na gut, bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss.